Die Scheiße ist ja auch, dass man in der Beziehung überhaupt gar nichts Schönes mehr abkriegt. Und seit alles Vorteilhafte, alles Intime ins Netz abgewandert ist, da sitzt man dann auch immer nur noch mit den beschissenen, verborgenen Seiten eines anderen Menschen in der Beziehung herum. Ja, diese ganze Scheiße, die er da auf seinem Profil verschweigt, die ist dann für die Beziehung gedacht. Für den Offline-Partner. Dein echtes Lächeln ist echt scheiße. Und überhaupt siehst du auf Insta viel, viel besser aus. Und dann hast du auch nicht erwähnt, dass du immer diese Angstattacken hast. Und nachts nackt auf dem Badezimmerfliesen liegst mit einem Föhn in der Hand. Das hast du mir alles verschwiegen. Das ist alles so unromantisch und abenteuerlos mit dir. So anstrengend. Ich krieg immer nur die ganze Scheiße ab. Und das schöne Leben, das aufregende, tolle, das stellst du dann ins Netz rein. Das ziehst du ab aus unserem Leben. Dazu habe ich dann keinen Zugang mehr. Ich habe immer nur Zugang zu den ganzen Problemgesprächen, wo ich wann, wie, nicht genau auf dich eingegangen bin. Ja, verdammt, wenn du deine Bedürfnisse nicht formulierst, dann kann ich ja auch nicht auf die eingehen. Na, das musst du doch spüren, was ich will. Wir sind doch in einer Beziehung. Da musst du doch spüren, was ich will. Wonach ich mich sehne. Das musst du doch spüren. Dafür sind wir doch zusammen. Damit ich jemanden habe, der das alles spürt. Was ich will und brauche, ohne dass ich mich da immer formulieren muss. Das musst du doch spüren. Ja, ich spüre da aber nichts außer Angst. Bei dir und bei mir. Angst davor, dass das alles nicht klappt. Dass wir dem Anspruch, den unsere Beziehung an uns stellt, nicht gerecht werden. Dass wir nicht in die nächste Runde kommen. Weil wir zu schwach sind. Und uns gar nicht einlassen können aufeinander. Zieh doch nicht immer alles Schöne von dir ab. Aus unserem Leben. Und stell das auf Insta rein. Lass doch einfach mal ein paar Momente in der Offline-Welt mit mir. Ich meine, dein Profil, das ist so schön, so ansprechend, so witzig und so sexy. Das ist einfach toll. Irgendwie einfach so toll, dass ich mir immer denke, ja, mit dem will ich zusammen sein. Mit dem da. Der ist so toll und mit dem will ich einfach zusammen sein. Aber wenn du dann hier sitzt in echt, ey, das ist so enttäuschend. Diese leere, zitternde, normativ unbeständige Menschenhülle, die da nackt auf dem Fußboden liegt und zittert. Das macht mir solche Angst. Ich würde dich so gern beschützen. Beschützen vor dir selbst. Vor der Welt draußen. Aber auch vor der Welt da drin. Aber ich weiß ja selbst gar nicht, ob du überhaupt der Mensch bist, in den ich jetzt in diesem Augenblick wirklich alle meine Ressourcen investieren sollte. Bist du das? Und wer garantiert mir diese Sicherheit? Boah, jetzt lass doch einfach mal diese ganze Scheiße mit Corona beiseite oder was auch immer. Können wir uns nicht einmal irgendwie in die Augen schauen und uns irgendwie anlächeln? Hä? Boah, scheiße, nee. Boah, nein. Dein Lächeln, boah, das ist echt scheiße. Ja, sorry, dass ich das jetzt so sagen muss. Dein Lächeln ist echt scheiße. Das hat Ramschniveau. Ja, darin investiere ich doch nichts. Das ist echt hässlich. Du bist viel schöner auf deinem Profil. Ja, und in deinem Profil, da stellst du alles rein. Aber in dieses Wir, da stellst du gar nichts rein. Und dieses Wir, das ist irgendwie leer und ausgehöhlt und zittrig. Und dieses Wir, das liegt nackt auf dem Badezimmerboden und heult. Scheiße, jetzt heul ich auch noch. Ja, da gehen die Gefühle mit mir durch. Seit ich mit dir zusammen bin, habe ich die ganzen Gefühle nicht mehr unter Kontrolle.
Ich weine so oft, seitdem ich mit dir zusammen bin. Mein Coach hat mir geraten, sagen Sie mehrmals beim Date den Namen der Frau. Das schafft Bindungspotenzial. Klappt nicht. Wir binden uns einfach nicht. Wir bleiben immer so normativ, unbeständig, desorientiert und verzweifelt und stellen unsere besten Seiten immer nur ins Netz. Wir ziehen diese ganzen Ressourcen ab aus dem echten Leben und geben sie Mark Zuckerberg, damit er das weiterverkaufen kann und an die Börse gehen kann mit unseren Daten. Die ausgefuchste Sau, Mann. Scheiße. Komm mal her. Lächle mich doch einfach mal an. Oh Gott, dieses Lächeln. Horror. Das sagt gar nichts. Das bewegt nichts. Es ist das schrecklichste und leerste Lächeln, das ich je gesehen habe. Und dabei bist du so schön. Auf Insta. Ja, und hier in meiner Wohnung? Nichts. Ich weiß echt nicht, was ich mit dir anfangen soll. Ja, aber ich kann dich doch auch nicht wie eine Vase irgendwo abstellen und einfach nur noch anschauen. Ich muss doch auch irgendwas mit dir machen. Aber das... Ich weiß nicht. Ich mag dich gar nicht mehr. Nicht so richtig in jedem Fall. Irgendwie kann ich gar nichts richtig mit dir anfangen. Es ist so seltsam, aber wenn wir mal einen Abend zusammen bei mir verbringen, dann gehe ich immer nach ein paar Minuten ins Netz und schaue mir dein Profil an. Deine Nähe verunsichert mich. Ich kann da keinen Bezug herstellen. Liebe ist eine Quelle von Unbehagen, Desorientierung, Verzweiflung, Verärgerung, Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Unzufriedenheit mit sich selbst. Es ist so, als seien wir zur Liebe verdammt. Da steckt so viel gesellschaftlicher Druck dahinter. Mein Selbst traut sich einfach nicht mehr, sich auf irgendetwas einzulassen. Mein normativ unbeständiges, verunsichertes Selbst verweilt immer in einem davor. Es sagt nie Ja. Es häuft immer nur mehr und mehr interessante und noch interessantere Optionen an. Es sagt nie Ja. Es sagt immer nur, mal schauen, nee, abwarten erstmal. Gucken, wie die Dinge sich so entwickeln. Nicht zu früh ein Risiko eingehen. Und deshalb verharre ich immer nur in einem davor. Und mein Leben findet einfach nicht mehr statt. Es findet nur noch in unterschiedlichen Möglichkeiten statt. In meiner Fantasie, aber... Real, hier, spürbar ist da gar nichts mehr. Man stellt es ins Netz als Option zum Fantasieren, damit andere verängstigte, ausdifferenzierte Individuen sich das alles anschauen können, wie ein Roman, und sich da rein fantasieren können, sich abgesichert in den vier Wänden, in ihrer Beziehung, die sie ausschließlich mit sich selbst führen, vorzustellen, wie es sein könnte mit den Fotos und dem Leben, das ich da reingestellt habe. Aber ich habe hier kein Leben mehr, weil mein Selbst viel zu verunsichert ist. Liebst du mich? Ja, klar. Wie meinst du das? Was? Na ja, klar, wie meinst du das? Wie meinst du das wirklich? Ich meine, liebst du mich? Ja. Ich meine, liebst du mich wirklich, wirklich? Ja, klar. Was denn? Nee, nichts. Hey, ich liebe dich. Ich meine nicht, liebst du mich im Sinne von ich liebe dich. Ich meine... Liebst du mich wirklich, ehrlich, mich, nur mich? Ob du mich wirklich, wirklich, ehrlich, wirklich liebst? Nur das will ich wissen. Mehr nicht. Also, liebst du mich, nur mich, mich als das, was ich hier bin und in mir habe und hinter mir und unter mir und was ich tue und mache und was das bei dir auslöst? Und liebst du das? Und ich meine jetzt ehrlich, wirklich, tief und echt und voll und ganz. Ja? Ja, sag mal,
liebst du mich denn? Ja, klar.